Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Hunko, auch ich erinnere mich an die Situation vor am 26.03.2015, als wir die Assoziierungsverträge mit Georgien, Ukraine und Moldau hier ratifizierten. Ich habe es weniger in Erinnerung als eine besondere Feierstimmung, sondern wir alle standen unter dem Eindruck der Euromaidan-Bewegung, der Revolution der Würde im Jahre zuvor, der Annexion der Krim durch Russland und der hybriden Kriegsführung Russlands in der Ostukraine. Und dies hat dieser Diskussion eine besondere Spannung gegeben und hat uns alle auch zu besonderen Emotionen herausgefordert. Emotionen, die zum einen zum Ausdruck brachten, wir stehen zur souveränen Entscheidung dieser unserer Nachbarstaaten der EU, ihren eigenen Weg zu gehen und dabei das Leitbild der europäischen Nachbarschaftspolitik als Orientierungsrahmen zu nehmen. Und zum Zweiten, wir sind bereit zur Solidarität angesichts immenser Probleme, mit denen Sie sich auseinanderzusetzen hatten. Und meine Damen und Herren, ich hätte mir damals bei dieser Debatte eigentlich vorgenommen, im Verlauf der Legislatur, dass wir zu jedem dieser Länder mit eigenen Parlamentsdebatten uns auseinandersetzen, wie ist der Stand, wie sind die Probleme. Das ist leider nicht möglich gewesen. Und nun haben wir einen Sammelantrag vorgelegt, der zwangsläufig unterschiedliche Aspekte miteinander vereinigen muss, der aber gleichwohl die Gelegenheit gibt, die Grundsatzfragen, die damit verbunden sind, zu erörtern. Nur um für mich auch eine Bilanz zu ziehen, Herr Hunko, die östliche Partnerschaftspolitik ist nicht gescheitert. Und mir scheint, als ob Sie ein bisschen den Begriff der Nachbarschaft mit dem Begriff des Vasallentums verwechseln. Sie sprechen von Einflussbereichen, wir sprechen von Nachbarschaft, in denen das gemeinsame staatenübergreifende Interesse und das staatenübergreifende Gemeinwohl gesucht wird. Das ist das Prinzip der EU. Und wenn Sie Europapolitiker sein wollten, sollten Sie sich mit diesen Prinzipien auseinandersetzen. Meine Damen und Herren, wir unterstützen deshalb mit diesem Antrag ausdrücklich die Kontinuität und Fortsetzung der östlichen Partnerschaftspolitik. Wir unterstützen auch das Bemühen der Kommission, neben den Assoziierungsländern für Weißrussland, Armenien und Aserbaidschan spezifische Formate der Kooperation zu finden. Und wir hoffen, dass der östliche Partnerschaftsgipfel am 24. November die mühsam vereinbarte Vereinbarung mit Armenien unterzeichnet wird und nachfolgend auch ratifiziert werden kann. Meine Damen und Herren, da dies die letzte Rede ist, die ich von diesem Pult aus halten darf, möchte ich Sie gerne dafür nutzen, um über die Frage mit Ihnen aus meiner persönlichen Sicht nachzudenken, die eigentlich die gesamte östliche Partnerschaftspolitik überschattet und die das Hintergrundproblem dieser Partnerschaftspolitik ausmacht. Das ist die Entfremdung Russlands von Europa und das ist der offene und hybride Störversuch Russlands gegenüber den Ländern, die in der östlichen Nachbarschaft der Europäischen Union stehen. Wo können die Ursachen liegen? Als ich vor 27 Jahren im Herbst 1990 erstmals für ein Abgeordnetenmandat kandidierte und in den Landtag von Sachsen-Anhalt gewählt wurde, gab es damals viel unmittelbaren Anlass für politische Zuversicht. Der Eiserne Vorhang war gefallen, die Ära der Blockkonfrontation schien überwunden, die staatliche Einheit Deutschlands war gerade wiederhergestellt. Auch international hing, wenn man es so nennen darf, der politische Himmel voller Geigen. Alle Mitgliedstaaten der KSZE, von Vancouver bis Vladivostok,
waren sich damals einig über das Leitbild ihrer zukünftigen Entwicklung: Demokratie, Pluralismus, Rechtsstaat, Marktwirtschaft, offene Gesellschaft. Alles nachzulesen in der Charta von Paris für ein neues Europa. Die reale Situation, die wir heute, abgesehen von den baltischen Staaten, auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion finden, ist leider eine andere. Und es stellt sich die Frage, wo liegen die Ursachen? Das Leitbild der Charta von Paris war mit der Notwendigkeit von staatlichen, von gesellschaftlichen, von wirtschaftlichen Transformationen verbunden. Und diese Transformationen waren für alle die Staaten, die sich früher einmal sozialistische Staaten nannten, nicht einfach zu leisten. Die Transformation verlief widersprüchlich, konfliktreich und schwierig. Außer im Baltikum ist es auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion gescheitert. Und dieses Scheitern lohnt es sich im Zusammenhang mit der östlichen Partnerschaft noch einmal aufzugreifen und darüber nachzudenken. Es beginnt mit dem Zerfall der Sowjetunion. Für Putin die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Es ist aber beim genaueren Hinschauen ein Ergebnis der eingetretenen Freiheit. Was Jahrhunderte mit Gewalt zusammengehalten wurde, brach auseinander, nachdem die Gewalt weg war und Freiheit Einzug halten konnte. Aber dennoch war dieser Zerfall für die notwendigen Transformationsprozesse mit vielfältigen Irritationen und strukturellen Verwerfungen verbunden. Sie wurden zu einer Hypothek der Transformation für den postsowjetischen Raum. Der zweite Punkt: gescheiterte Privatisierung. Es ist hier nicht die Zeit, über die Privatisierungsmodelle der früheren Sowjetunion zu reden. Sie haben in die Oligarchenwirtschaft geführt, die Nährboden von Korruption und Vetternwirtschaft wurde. Der zweite Punkt: interne Konflikte wie der Tschetschenien-Konflikt, die autoritäre Machteliten insbesondere in Russland stärkten. Der dritte Punkt: die Aufarbeitung der totalitären Vergangenheit blieb auf der Strecke, mit dem Ergebnis, dass die Leitbilder des Herbstes 1990 auch an den Resten der totalitären Strukturen der Vergangenheit scheiterten. Wir haben also prekäre gesellschaftliche und wirtschaftliche Situationen. Wladimir Putin hat diese prekären Situationen durch Macht und Autoritarismus und Totalitarismus gestärkt und versucht zu stabilisieren. Und er hat damit ein neues Werteverständnis entwickelt, das sich bedauerlich von den Grundsätzen der Charta von Paris unterscheidet. Aber wir könnten respektvoll mit diesem anderen Werteverständnis umgehen, wenn nicht ein anderer Punkt wichtig würde. Alle die anderen postsowjetischen Staaten, die sich dem Werteverständnis der Europäischen Union, dem Werteverständnis der Charta von Paris verschreiten wollen, die werden gefürchtet, sie könnten für Russland falsche Vorbilder geben. Und deshalb haben wir diesen bedauerlichen und unsäglichen Einfluss, den wir im Ukraine-Konflikt so schmerzlich erleben müssen. Kollege Meine Bergner, Damen und Herren, bei allem Verständnis auch für die Situation, dass das die letzte Gelegenheit ist, von diesem Platz aus sich einzumischen, muss ich Sie jetzt bitten, zum Schluss zu kommen. Frau Präsidentin, ich folge Ihrem, ich will mich herzlich bedanken. Ich will mich bedanken für die Möglichkeiten der Debatte und der Auseinandersetzung und für viele Möglichkeiten zu lernen, die ich hier im Parlament, im Deutschen Bundestag während 15 Jahren gefunden habe. Ich möchte mich bedanken bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich möchte mich bedanken bei meiner Frau und meiner Familie. Dies alles war für mich eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Halten Sie Europa zusammen und versuchen Sie, Verständnis für die Probleme des Ostens zu bewahren. Herzlichen Dank.
In dieser Woche ist es manchmal eine undankbare Aufgabe, hier vorn zu sitzen. Das Wort hat die Kollegin Marie-Luise Beck für die Fraktion Bündnis.